So, wir sind wieder zurück. Es hat gar nicht wehgetan, wie versprochen. Und ich zähle mal ganz kurz durch, ob jetzt jeder noch da ist. Skyway, bist du noch da? Okay, Skyway ist gegangen. Nein. Brains. Brains. Okay, ich bin zwar ein bisschen müde, aber ich bin noch lange kein Zombie. Jetzt werden wir hier Brains. Nicht unmöglich. Okay. Haustest, bist du auch da? Brains. Ja, ich bin auch da. Okay, das war jetzt nicht verhalten. Wer kein Englisch kann, hatte gerade eben Gehirn gesagt, weil Zombies gerne Hirne essen. Weil es ist eine Anspielung auf Pflanzen versus Zombies, dass ihr das jetzt nicht erkennt, ist schon fast peinlich. Hallo? Ja, stimmt. Nein, Quatsch. Also der Geistergeschichte, wie gesagt, wir sind wieder da. Juhu. Und wir hatten das letzte Mal oder in der letzten Folge saugeile Themen. Also wir haben über Call of Duty ein bisschen geredet, Battlefield. Über YouTuber, über ja, alles Mögliche. Und ich bin jetzt mal so fies und in der zweiten Folge werde ich jetzt einfach mal den Haustest mal so quasi anstumpen, ob er ein Thema für mich hat, wo er gerne nochmal drüber reden möchte oder ein neues Thema. Ja, du bist. Ha. Ja, also das, was wir vielleicht im letzten Teil noch nicht ganz so gut reingebracht, ich meine, wir haben ja schon mal über PlayStation 4 und Spiele, die verzögert wurden, geredet, aber wir könnten ja auch nochmal ein bisschen kurz über die Konsolen selber reden, weil da gibt es auch einiges, wie zum Beispiel die Startprobleme, die man hat auf beiden Systemen, dass zum Beispiel bei der Xbox One die Blu-ray-Laufwerke nicht funktionieren, durchgehen teilweise sogar, und dass halt natürlich auch die PlayStation 4 mit dem Blue Light of Death kam. Oh ja, das stimmt. Wie hast du da so. Genau, so kann man es ein bisschen außen. Hast du schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt auf diese Bugs oder auf diese Abstürze hin? Auf ja, PlayStation? Also bei der PlayStation 4 ist es ja so, dass es irgendwie nur ein kleiner Stift ist beim HDMI-Ausgang. Das habe ich auch in meinen News erzählt. Dass es eigentlich kein großer Fehler sein soll. Es gibt natürlich auch andere, dass auch zum Beispiel die PlayStation 4 keine CD annimmt. Das sind dann aber eher so ganz normale Fehler, die halt in der Produktion passieren können. Das ist immer so ein kleiner Schwundteil, der dann nicht geht und der halt auch durch die sporadischen Tester durchfliegen, wenn man die nicht sieht. Mhm. Von daher, ich glaube, im Großen und Ganzen ist die PlayStation 4 trotzdem recht zuverlässig. Auf der Seite der Xbox One, glaube ich, ist das ein bisschen fataler. Also das, was ich bisher auf Twitter gesehen habe, gibt es da mehr Sachen, die einen wirklich auffallen, die stören. Abgesehen davon, dass jetzt anscheinend auch die Kinect immer mithört, auch bei privaten Skype-Gesprächen. Was natürlich ein Unding ist, weil man kann einfach nicht so in die Privatsphäre der Benutzer eingreifen, zumal ja auch Microsoft extra gesagt hat, dass die ganzen Daten von der Kinect nur auf der Konsole bleiben und eben nicht rausgeschickt werden. Genau. Trotzdem gibt es halt Berichte, dass halt Benutzer auch sagen, zum Beispiel halt, dass wenn sie irgendwie zu oft geflucht haben im Skype-Gespräch, dass sie dann so eine 24-Stunden-Sperre gekriegt haben. Und das sind Sachen, die kann ich absolut nicht haben. Nee, das, also das ist doch irgendwo nicht fair. Das geht auch nicht. Da müssen wir auch ein bisschen gucken, was sind Beleidigungen, also auf Englisch oder auf Deutsch, weil es gibt ja auch deutsche Wörter, die man ja als Beleidigung sehen kann, aber die eine Doppelbedeutung haben. Ich nehme jetzt mal nichts in den Mund. Ja, ist egal. egal. Nee, es gibt halt so Namen, die halt auch dann doppeldeutig halt hier gedeutet werden können. Doppeldeutig gedeutet ist auch genial. Mhm. Und da muss man auch schon wieder differenzieren. Aber, also mein Bruder zum Beispiel hat jetzt eine Xbox One zu Hause stehen, was mich persönlich ein bisschen aufregt oder ein bisschen, ein bisschen unstimmig bereitet, das Ganze ist, er hat mir ein Spiel heute zeigen wollen, hat es eingelegt und da muss erstmal was installiert werden. Es ist ja nicht so schlimm, dass was installiert ist, weil dann kann man sehr schnell abrufen, die Konsole ist leiser, weil kein CD-Laufwerk spielt, alles wunderbar. Ja. Das Spiel war Rise, das kam heute an. Und dann hat er es eingelegt und auf einmal hieß es, es muss ein 1,2 großer Patch geladen werden. Ja, typisch. Genau, mein Bruder, klingelt es bei mir, komischerweise, ich weiß nicht warum, ich lasse es einfach mal klingeln. Mein Bruder hat dann gesagt, ja, wir machen das, nur ist ein großes Problem bei ihm, dass seine Internetleitung immer noch eine Holzleitung ist, das bedeutet, er hat immer noch 3000er DSL, also geht überhaupt gar nicht. Ach du Heiliger. Genau. Da war eine halbe Stunde bis dieser Patch installiert wurde. Dann nochmal 10 Minuten das Spiel installiert. Das heißt also 40 Minuten hat er versucht, hier quasi aufzunehmen. Und ich muss leider mal eine Pause machen. Sorry, aber meine Nachbarn, die klingen gerade. Ich mache mir hier einen kurzen Break. Wir sehen uns aber gleich nochmal. Sorry. Kein Problem, dann bis gleich. Hau rein. Bis gleich, ja.
Die Babbelstunde ist immer vollgepackt mit Überraschungen und selbst ich bleibe nicht davon gefeit, denn ich wohne ja in einer Wohnung, deswegen heißt es auch Wohnung. Und ich wurde kurz vom Nachbar gestört, aber ich bin wieder da und ich hoffe, meine Gäste auch noch. Hallo, seid ihr noch da? Ja, natürlich sind wir noch da. Skyway? Und die ist tot. Nein. Okay. Brains. Okay, ich war stehen geblieben, dank Haustest weiß es immer noch, bei Rise. Also es wurde fertig runtergeladen und also nach 40 Minuten war das Spiel dann eventuell spielbereit. Im Hintergrund lädt sie noch weiter runter. Und es muss man überlegen, früher war das so, man hat ein Spiel eingelegt, also bei einer Konsole, sag ich jetzt mal, Spiel eingelegt und gespielt. Heute muss man aber erstmal alles runterladen, Patch und so weiter, hin und her. Es hat fast eine ganze Stunde gedauert, bis man das Spiel gespielt hat. Das war der Frustfaktor hier auf Over 9000, aus meiner Sicht. Allgemein bei der Xbox One musst du ja erstmal alles groß irgendwie herunterladen. Selbst Skype dauert länger als normal am PC, glaube ich. Und faszinierender ist auch, wenn wir jetzt schon davon reden, halt das Spiel teilweise noch ewig runtergeladen muss. Ich fand es geil, wenn wir jetzt damals mal zurückgehen, zur Zeit, wo Black Ops 2 rauskam, was ja gerade mal ein Jahr her ist. da gab es am Anfang auch richtig geile Bugs, die konntest du übrigens auch cool nutzen. Einen, den ich die ganze Zeit gemacht habe, war zum Beispiel halt, dass du so über Oberflächen rüber rutschen konntest, quasi, also als ob du gleiten würdest. Mhm. Den haben sie auch extrem lange drin gelassen. Ich weiß nicht, ob der immer noch drin ist, aber das sah dann immer mit dem Battle Recorder richtig geil aus. Ich finde schade, dass der zum Beispiel jetzt auch bei Ghost weg ist für die Current Generation, dass der jetzt nur noch für PC, Xbox One und PS4 vorhanden ist. So groß ist das Spiel nicht. Ja, das ist also, bis mein Bruder dann mir gezeigt hat, wie das Spiel dann so richtig geht, hat das also sehr lange gedauert. Es ist schade, dass halt da einiges noch auf die Spiele zukommt, aber da auch wieder mit Guido Alt, hier dem PR-Manager von Sony PlayStation in München, gesprochen. Es liegt halt daran, dass die Konsolen vorweg produziert werden, dann ausgeliefert werden. Und zwischen Produktion und Auslieferung liegt halt ein bestimmter Zeitraum. Und da kann es halt auch sein, dass gewisse Leute, also Entwickler und so weiter, Bugs, oder ich rede immer gerne von Bugs, weil es ein schönes Wort ist, und auch von irgendwelchen Kleinigkeiten, softwareabhängig, da nochmal ein Day-One-Patch, sag ich jetzt mal, rausbringen. Und besser ist es so mit dem Day-One-Patch, als dass man die Konsolen einbehält, bis dieses Problem dann bereinigt wird. Aber dann würde das Ganze ja noch länger dauern. Deswegen machen die Hersteller halt so, dass sie das dann ausliefern. Und dann, wenn der Kunde es dann zu Hause anschließt, in seiner Region, in seinem Land, wird dann diese Konsole personifiziert. Also das heißt, auf seinen Standort halt angeglichen. Ja, aber das ist halt der Geist der Zeit, dass man jetzt gerade alles so richtig schnell fertig machen muss zum entsprechenden Datum, was wir angekündigt haben, muss es auch fertig sein. Ansonsten gibt es hier Haue für die Finger. Das geht mir irgendwo schon auf den Sack, aber das hatten wir jetzt auch schon im letzten Part. Ich würde da einfach mal sagen, wir machen ein bisschen weiter. Was ich zum Beispiel jetzt an den nächsten Konsolen richtig geil finde, ist schon die Überlegung halt auch direkt mit 4K-Support, wobei das ja für Spiele nicht gehen soll, sondern erstmal nur für Blu-Rays. Und naja, da haben wir ja bisher eigentlich noch kaum richtig Filme, die auf 4K laufen und entsprechend müsste man ja erstmal einen Fernseher haben. Ich habe heute noch mal ein bisschen rumgeschaut, die günstigen Modelle fangen gerade mal an bei 2.600 € für 46 Zoll. Naja, also da warte ich wahrscheinlich doch noch mal ein Jahr, und bis ich das voll ausreizen kann. Sowieso, die Konsolen, die werden noch lange, mindestens bis nächstes Jahr halt, also Ende nächsten Jahres, damit kämpfen, dass sie noch nicht auf der vollen Leistung fahren können, die sie eigentlich hätten. Weil die Programmierer auch entsprechend erstmal eine Erfahrung brauchen. Und besonders so zum Release einer Konsole hin, ich weiß es nicht. Also es war auch damals bei der PlayStation 3 und der Xbox 360 so, wenn ich mich richtig entsinne, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, kam mit Xbox 360, glaube ich, etwas später raus als die PS3, hatte aber auch schon bessere Vorteile allein von der Architektur her. Da kann ich auch zum Glück gerade aus meiner Vorlesung erzählen von vor 2 Wochen, dass da zum Beispiel die Xbox 360 mit einer viel einfachen Chip-Logik daherkam, dass man halt die Kerne gleichmäßig aufgeteilt hat, nicht wie bei der PS3. Es gibt 2 Hauptkerne und 4 Subkerne. Und bis du da nicht die Speicherverwaltung richtig ausgepegelt hast, da bist du halt ewig dran. Wenn du dein Spiel quasi am PC fertig erstellt hast und das dann noch transferieren musst auf die Konsolen, und das wirft einfach nochmal Fehler. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass zum Beispiel jetzt auch die kommende Generation Konsolen dann ein bisschen wieder angeglichen ist an den Standard der PCs halt. Wie gesagt, ich freue mich drauf, dass die jetzt halt da sind.
klar, aber ich persönlich, für mich zum Beispiel, würde mir die jetzt noch nicht holen, noch lange nicht. Ich peile erstmal so Februar, März rum an. Genau, also so in dem Dreh rum würde ich es mir eigentlich auch ein bisschen wünschen, aber ich glaube, ich bleibe mal am PC. Ich bin, wie die Skyway auch, ein ganz harter PC-Spieler. Also so ist es halt. Die Konsolen waren in meiner Vergangenheit sehr stark präsent, aber jetzt eher die PC-Variante von den Spielen. Wenn wir aber gerade von Zukunft schon sprechen, bald ist ja Weihnachten. Ach nö. Doch. Ja, Weihnachten ist doch jetzt schon. Hallo, guck doch mal raus. Überall Weihnachtsmärkte, überall Angebote, alles Mögliche. Ja, aber der schneit's unmöglich und das im Ende November. Ja, es ist Ende November. Ich hatte vor 2, 3 Tagen Geburtstag und es schneit. Es ist... Ja, herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Dankeschön. Natürlich auch gerne in den Kommentaren gesehen, Leute. Also bitte alle mal die Skyway hier grüßen zum Geburtstag. Genau. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht erreichen, aber... Doch. Aber ich bin der Böse. Damit kann ich leben. Haustest ist der Schuldige. du sagst sowas nicht, das merke ich mir. Jetzt bist du immer schuld. Ja. Ich habe ja schon gesagt, ich mache ja Photoshop-Arbeit mit dir als Grumpy Cat. Das wird lustig. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Was würdet ihr euch denn gern wünschen? Also bei mir auf jeden Fall ein PS4-Controller, denn das ist das, was ich mir zum Beispiel jetzt so vielleicht zum Nikolaus schon holen werde, für mich selber einfach. Weil die Controller, die sind ja wenigstens relativ bugfrei und die haben mir zum Beispiel auf der Gamescom extrem gut gefallen. Mhm. Also ich helfe auf den Controller. Auf jeden Fall ein riesen Vorsprung, Sprung nach vorne für mich. Von PlayStation 3 auf den PlayStation 4 Controller zu gehen. Das sieht man mal, dass der Haus das mitdenkt. Dann hat eigentlich meine Frage schon vorweggenommen. Das finde ich genial. Ich bin aber immer begeistert davon, wenn auch die Gäste mitdenken. Also hier nochmal einen Daumen hoch an dich. Genau, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Sehr geil. Jetzt hast du deine Antwort schon gegeben. Jetzt rufe ich mal ganz kurz die Skyway auf. Was würdest du dir denn gerne zu Weihnachten wünschen? Also da ich ja jetzt schon gesagt habe, dass ich Geburtstag hatte und da ich zum Geburtstag eine Grafikkarte gekriegt habe, eine relativ gute, wäre das wahrscheinlich entweder Geld oder Bücher oder irgendwelche neue Hardware oder sowas. Oder Software, um die Grafikkarte auszutesten vielleicht. Und dann mal so Richtung Steam-Sale vielleicht anzustoßen. Es soll ja eigentlich auch noch so ein Herbst-Sale kommen, aber ich glaube, das ist jetzt Geschichte. Ja, also normalerweise ab Weihnachten rum bis eine Woche nach Neujahr, ne? Ich glaube, das war dieses Jahr auf jeden Fall das so. Das kann man nicht mehr als Herbst-Sale bezeichnen. Ja, ist ja schon viel zu spät. Also die werden jetzt nur noch den Holiday-Sale machen. Dann wird es ja richtig abgehen. Oh ja. Also auf irgendeiner Seite habe ich gelesen, dass morgen irgendein Sale beginnen soll. Am 27.11. Also morgen heißt dann quasi am Mittwoch. Ich bin auch mal gespannt, weil es war nirgendwo auf Steam irgendwo hinterlegt. Nur im Forum war irgendwas. Ah. Und der Winter-Sale, also dieser Holiday-Sale, der ist dann später. Also um die Weihnachtszeit herum, ne? Genau, bis Januar. Das könnte sein, ja, dass er jetzt ganz schnell noch ist. Das startet ja sowieso immer mal ganz spontan. Wobei ich glaube, es war zum Summer Sale mit der Animation, wo sie den Typen da als Jesus hingestellt haben, den gelben Jubel. Das war schon sehr geil. Ja, sehr provokativ, aber es stimmt halt, ne? Auf jeden Fall. Was? Ich bin nämlich unintelligent. Oh, das ist schade, aber da hast du echt was verpasst. Ich meine, ich habe mir eine Menge Spiele im Steam Summer Sale geholt, ja wirklich, aber das ist mir neu. Naja, du kannst von uns noch was lernen, von unseren alten... ich bin ja noch jung. Genau, du bist noch jung und unerfahren und wir werden dich jetzt aufklären. Nein, Quatsch. Was ich mir zum Beispiel gerne holen würde, wäre zum Beispiel Saints Row 4. Ich habe es leider bisher immer verpasst, es mir zu holen. Wenn es jetzt vielleicht nochmal so für, was weiß ich, 15 Euro geben würde, wäre ich da sofort bei. Ja, ich auch, ne? Ja, Saints Row 4, das wäre was, genau. Das wäre auch so mein Wunschgedanke, weil das Spiel ist einfach nur abgöttisch abnormal. Also man kann ja wirklich da, wie bei GTA, ein bisschen hier spinnen. Aber Saints Row hat es wirklich verdient, als GTA gleichgestellt zu sein, finde ich jetzt persönlich. Also ja, da werden wahrscheinlich jetzt auch einige wieder in den Kommentaren rumflecken. das kann man doch nicht sagen. Allein durch die Superkräfte ist das was ganz anderes. Ja, GTA 5 ist ja immer noch so ein Thema. Wann wird es denn echt auf dem PC kommen? Ich denke mal, ich gehe mal noch davon aus, dass sie es halt bringen werden. Irgendwann werden sie es bringen aus Geldnot. Wäre schade, wenn nicht. Ja, also ich würde schon feiern, wenn es jetzt dann endlich mal angekündigt werden würde. Genau, weil sie haben auch auf irgendwelchen Seiten auch gesagt, dass sie es früher machen wollen. Aber was ist früher? Früher ist relativ. Also die haben nichts von einem Datum genannt oder von einem Quartal, nur früher. 2 Tage. Ja, super, ne? Nee, also
das wäre natürlich auch was. Deswegen habe ich auch abgewartet und habe es mir nicht auf den Konsolen geholt. Und ja, mal schauen. Auf der PS3 kommt aber jetzt noch raus Gran Turismo 6. Das wird ja, genau. Ich glaube, 6.12. ist das, Gran Turismo 6. Eins der großen Spiele, exklusiv für die PlayStation 3. Ich meine, nächstes Jahr kommt zum Beispiel auch noch Final Fantasy X, das HD-Remake, und X-2 als HD-Remake. Genau. Dann hatten wir zum Beispiel auch noch Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, den Vorreiter zu Phantom Pain. Der kommt auch auf der PlayStation 3 zum Beispiel. Und Final Fantasy 13, sag ich jetzt mal, Lightning Returns. Alles so die Spiele, die ich zum Beispiel auch noch sehr interessant finde und ich die auch gerne haben würde. Weil zum Beispiel bei Metal Gear Solid 5 würde ich dann eher auch auf die Next-Gen-Konsolen-Version gehen. Mhm. Also da würde ich schon nicht dran sparen. Ich habe es ja besonders bei Metal Gear Solid extrem gefeiert, als ich dann den ersten Trailer gesehen habe bei der Xbox One-Veröffentlichung, Bekanntmachung auf der E3, das sah extrem geil aus. Und dass er dann aus dieser Szene einfach direkt ins Ingame reinging, dachte ich mir, wow, das ist doch mal so ein Next-Gen-Moment, wo du einfach denkst, jetzt haben wir es endlich geschafft, wir müssen nichts mehr vorgerendert anzeigen, sondern können direkt so auch ins Spiel reingehen. Mhm. Das stimmt. Also für mich persönlich, jetzt wenn auch viele mich schlagen, aber für mich persönlich ist das schönste und beste Final Fantasy die Nummer 7. Also PlayStation 1 ist als einfach mein Lieblingsding. Und ich habe mir es auch über Steam geholt, PlayStation 7. PlayStation 7, ja klar. Irgendwann demnächst. Es ist schon ziemlich spät. Nein, Quatsch. Welcome to the future. Yes, sir. Final Fantasy 7. Also das. Doch, Final Fantasy 7. Das habe ich schon nicht unsicher. Sir? Sagtest du gerade Sir? Entschuldige Nein. mal, aber. What? Ich habe es aufgenommen. Ich habe nicht Sir gesagt. So. Ja. Dann hören wir uns das nachher an und denken so, Alter, der hat Sir gesagt. Was kriege ich von dir, wenn du Sir gesagt hast? Keine interne Ahnung. Interne Geheimnisse. Genau, das machen wir später dann klar. Das können wir nicht. Ja. Also Final Fantasy 7 habe ich bei mir auch auf der Liste stehen, noch zu holen. Ich habe es mir schon zum Beispiel für die PS3 geholt und auch eine Stunde angespielt, aber dann. Mein größtes Problem ist, dass ich halt diese Super Slim habe mit 12 GB Speicher. Und dann könnte ich mich heute noch im Pöppes beißen, um es mal so zu sagen. Ich hätte direkt die große nehmen sollen, aber ich wollte ja unbedingt eine sofort haben und die große war dann nicht mehr verfügbar. Ah, egal. Ich meine, ich komme einigermaßen klar. Ich konnte immerhin Beyond Two Souls gleichzeitig mit GTA 5 spielen, zumindest vom Festplattenspeicher her. Okay. Immerhin. Ich bereue es auch nicht, zum Beispiel GTA 5 jetzt noch direkt geholt zu haben. Weil es war schon sehr geil, aber ich habe es zum Beispiel auch nicht zu Ende gespielt. Mhm. Eine Schande vielleicht irgendwo, aber ich habe dann teilweise einfach nur auf YouTube die Let's Plays verfolgt, die es da gab und habe mir gedacht, ja, so groß neu war es jetzt auch nicht wirklich. Das war für mich zumindest irgendwann das Gleiche und dann habe ich dann zum Beispiel lieber Battlefield 4 gespielt halt. Gut so. Selbstverständlich. Nein. Genau. Weil wir gerade bei Weihnachten sind, wie feierten ihr so das Weihnachten? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und mal so ganz persönlich, Skyway, wie könnte ich jetzt dein Weihnachtsfest so ein bisschen vorstellen, also mir vorstellen? Also ich bin jetzt kein sehr weihnachtsbezogener Mensch, aber ich verbinde Weihnachten einfach mit doch schon irgendwie einem Baum, der geschmückt ist und einfach einem großen Abendessen mit der Familie. Aber jetzt irgendwie groß Geschenke und Singen und irgendwelche Gedichte und sowas gibt es bei uns definitiv nicht. Weil, also ich zum Beispiel bin noch nicht getauft. Das interessiert mich auch einfach irgendwo alles nicht. Mhm. Also bei uns ist dann eher so, die Familie kommt zusammen, ja, einmal im Jahr, gutes Essen und dann, ja, jeder schenkt sich so ein bisschen was vielleicht. Nicht immer. Die Erwachsenen schenken sich bei uns grundsätzlich nichts, aber die Kinder kriegen dann schon irgendwas. Oh, die schön. Kinder kriegen was, das ist ja schön. Ja, gut, dass ich kein Kind mehr bin. Hey. Heiße. Nichts. Selbst verraten. Genau. Auch schön. Auch aufgenommen. Nee, Haustest, wie feierst du dein Weihnachtsfest? Bei uns relativ klassisch. Ja, gehen halt, ja, in die frühe Messe, ich glaube 17 Uhr oder was, mit diesem Krippenspiel. Gezwungenermaßen irgendwie, weil außer unsere Mutter hat da keiner Bock zu, um es mal ehrlich zu sagen. Und es ist aber halt so Tradition, deswegen machen wir halt mit. Hey, es geht ja auch schnell vorbei, ist halt nur eine kurze Sache. Jetzt halt nach Hause und dann machen wir uns meistens immer so ein Drei-Gänge-Menü, Suppe, irgendwas Großes und dann vielleicht ein Nachtisch und dazwischen
Um auch mal ein bisschen Luft zu holen, machen wir dann meistens auch die Geschenkeübergabe so. Also sehr entspannt, sehr, ja, ich sag mal, langanhaltend auch irgendwo, aber man genießt es halt. Man sich wenigstens einmal im Jahr halt auch die Zeit nimmt, sich wirklich so viel Freizeit zu nehmen, sag ich mal. Das macht man ja im normalen Alltag bei uns nicht. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ja. Wir machen auch zum Beispiel sonntagabends ein Abendessen zusammen, aber es ist halt, dieser eine Tag ist dann wirklich so familienintensiv, sag ich mal. Das ist halt schön. Deswegen verurteile ich Weihnachten nicht dafür, wegen der Geldgier oder sonst was, sondern wenn man es halt richtig auslädt, dann kann man es auch richtig genießen. Ich denke, bei uns funktioniert das ganz gut. Also ich denke, dieses Entspannen und das Zusammenkommen ist so das, was Weihnachten irgendwie besonders macht, finde ich. Für andere ist es dann natürlich, ja, die ganzen kirchlichen Dinge und Messe etc. Aber Geschenke! Oder Geschenke, ja. Ja. Soll ja solche Menschen geben, aber im Grunde finde ich jetzt eher dieses Zusammenkommen, die Familie, einmal im Jahr muss man sich das auch mal antun. Ja, fände ich auch besser. Also bei mir, wenn es euch interessiert, ich erzähle es auch mal ganz kurz. Ja, bitte. Bitte. Also bei uns ist es eigentlich so wie vor, keine Ahnung, 20 Jahren noch. Ich finde es halt immer noch so cool. Meine Oma war damals Christkind. Also ich wusste es damals nicht, aber mir kam halt immer von der Mette nach Hause. Und wir mussten uns immer vor der Wohnungstür oder vor der, nee Quatsch, Blödsinn, vor der Wohnungstür eigentlich hinstellen. Und auf einmal haben wir irgendwo das Glöckchen gehört. Das hört sich zwar jetzt ein bisschen lächerlich an, aber es war halt für uns immer das Zeichen, ja, die Bescherung hat angefangen. Und wir betraten dann das Wohnzimmer, haben uns hingestellt, schön gesungen. Gut, heutzutage singen wir, es hätten wir so viel, es wird eher ein bisschen in den Quatsch übergehend niedergetreten. Also ihr kennt mich ja mittlerweile, also ja. Dann ja. Wird halt ein, zwei Strophen angesungen und dann gibt es halt so also ein paar Comedy-Einlagen von Vater oder Sohn. Also irgendwie hat er was von mir. Und ja, klar. Genau. Dann gibt es halt die Bescherung eigentlich. Also wir machen immer vorher die Bescherung, also vor dem Essen. Und dann gibt es den weltbesten Kartoffelsalat von meiner Oma. Also das ist so eine Art warmer Kartoffelsalat. Der ist sowas von genial. Da kannst du dich reinsetzen. Also bildlich, sag ich jetzt mal. Und dazu Bratwürste. Also wirklich komplett radikal klein gehalten. Nichts Großartiges, sondern einfach nur die Familie zusammensitzend mit einem guten Rotwein oder guten Bier oder einem guten Apfelsaft. Keine Ahnung, was man halt trinkt. Und dann halt, wie ihr auch, zusammen halt das Weihnachtsfest feiern. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil Familie, ja, wie soll ich sagen, man kann Familie auch anders da ausleben, aber für mich persönlich und auch wie für euch genauso, ist die Familie ein ganz, ganz wichtiger Mittelpunkt. Da kann man immer wieder zurückkehren. Also auch egal, wo man wohnt, man kann irgendwo immer zu der Familie zurückkehren und das ist so wie so ein Fels in der Brandung. Und das vermittelt mir halt immer wieder das Weihnachtsfest, dass einmal im Jahr so ein gewisser Zusammenhalt noch verstärkter wird. Also es ist einfach was Schönes. Also für mich ist auch, ich bin kein Atheist und bin auch jetzt kein riesengroßer Katholik, aber für mich ist es irgendwo ein bisschen zu viel, was jetzt die Kirche angeht. Also ich gehe jetzt sehr ungern in die Kirche. Kann ich verstehen. Kennst du meine Meinung? Ja, ist leider so. Es wird halt sehr viel Ruhm um Kirche gemacht, aber irgendwo finde ich, das Zusammensein und der Glaube des Einzelnen ist wichtiger, als wenn man irgendwo an Gold und Geld irgendwo denkt. Aber gut, es ist halt einfach so. Nee, also Weihnachten ist einfach für uns das Fest der Liebe, der nächsten Liebe und der Nähe. Also wir sind da uns ganz nah und reden da, also babbeln, so wie wir ja auch, über irgendwelche Themen und ist einfach was Harmonisches. Und wie du Haus das auch gesagt hast, das ist einfach mal eine Sekunde, eine Minute, eine Stunde, einen gewissen Zeitraum, wo man die Seele baumeln lassen kann und einfach mal den ganzen Stress vom Alltag abschalten kann und gewisse Dinge wie Witze erzählen oder sowas einfach mal da ja, präsent halten kann. Und das finde ich halt genial. Und ich glaube, so seid ihr auch eingestellt, das ist einfach das richtige Weihnachten, oder? Ja, schon. Ja. Schon. Ach, schön. Ich freue mich schon. Nein, wir feiern nicht Weihnachten zusammen, hat nein. Mist. Oh. Nein, das natürlich auf keinen Fall. Nee, das machen wir nicht sowas. Nee, nee. Ach, willst du gar nicht mit uns feiern? Das ist so typisch Frau. Ne? Ja. Wenn man sagt, sobald es in eine andere Richtung ist, muss man es vorgeworfen kriegen.
Genau, ja, richtig. Schlimm. Aber was ich auch geil finde, ist, Weihnachten ist relativ traditionell fast immer das Gleiche, bei vielen, sag ich mal. Aber bei Silvester, da dreht sich das ja ganz nochmal. Also ich bin so zum Beispiel ein Mensch gewesen, Silvester fragt mich einen Tag vorher und ich weiß nicht, was ich mache. Dieses Jahr zum Beispiel habe ich jetzt seit 3 Tagen einen Plan, was ich mache. Okay. Der Komplette. Und es ist relativ selten für mich wirklich. Bin ich mal gespannt, was ihr da so zu sagen würdet. Skyway? Warum ich? Fang du an. Ladies okay. First. Genau, eigentlich heißt es doch so, Ladies First. Also komm, hau rein. Also los, Gentlemen's before. Okay. Do it, bring it. Also, Silvester, haben wir noch gar nichts geplant. Wir schalten da immer so ein paar Tage vorher so ein Komitee ein, so ein Silvester-Komitee. Und ja, das betrifft eigentlich immer unsere besten Freunde, Freundeskreis. Und dann werden wir einfach auslosen, wo wir feiern, was wir feiern. Und also was wir feiern heißt ja Silvester, ist ja klar, aber ich meine, ja. Wen feiern wir denn heute? Genau. Keiner, den Heiligen Waldmeister. Silvestro. Nein, genau, den Heiligen Waldmeister. wir persönlich oder auch ich persönlich bin eigentlich eher so, der nicht gerne böllert. Also die ganzen Silvesterkracher und so weiter ist für mich einfach verpulvertes Geld, auch wenn es einen anderen Sinn hat eigentlich, aber ich bin da eher, ich lasse eigentlich immer alles anders, also ich lasse es irgendwie anders erklallen, knallen. Ah ja, der Mann also, weiß, was er machen will. Hochprozentig, nein, Quatsch. oder auch so, ja, okay. Ja gut, das ist die zweitcoole Sache. Ich muss zugeben, bei Knallen und Böllern gibt vielleicht nicht viel Geld aus, aber ein bisschen schon, weil ich habe da schon mal einen Spaß dran. Weil jetzt die letzten Jahre war auch eher, ja, man war halt ein Lokal oder so ausgegangen, dann ging es natürlich nicht, dass du dann selber geböllert hast. Das ist halt zum Beispiel, bei uns gibt es ja hier das Zentro Oberhausen, wo man das, die machen dann über den Olga-Park, was direkt daneben ist, ein riesiges Feuerwerk auch, sehr geil, was zum Beispiel halt auch beim in Köln über eine Brücke gemacht wird, glaube ich, an der Brücke. Oder auch zum Lichterfest, da machen die an der Brücke auf jeden Fall auch Feuerwerk und so ein Show. Es ist sehr geil, sehr sehenswert und das lohnt sich natürlich auch, dass man mal halt sagt, nö, ich muss nicht unbedingt selber ballern, dafür gebe ich mir mal ja, ein sehr großes Feuerwerk, was ich mir so oder so nicht selber leisten könnte. Also ich finde es ja immer schön und gut, wenn dann die Leute immer böllern müssen zum Beispiel oder so. Und ich schaue es mir auch irgendwo gerne an, aber ich selbst habe Angst davor. Ja? Das liegt daran, dass eine sehr gute Freundin von mir damals so eine Rakete in den Knöchel bekommen hat und wir in der Nacht noch ins Krankenhaus gefahren sind. Oh, okay. Weil das Ding stecken geblieben ist, ist beim angezündeten Zeichen quasi dann umgefallen und auf sie zugeflogen in dem Moment dann, wie gesagt, im Knöchel stecken geblieben. Ach du Heiliger. Und dementsprechend Angst habe ich momentan vor dem Zeug. Ich weiß nicht, vielleicht legt es sich ja immer mal wieder. Ich finde es auch relativ unnötig, weil da einfach eine Menge Dreck dabei rauskommt und die Leute das tagelang nicht wegmachen. Ja, das und wenn ist dann noch natürlich Schnee assi. Liegt, dann sieht das besonders schön aus, ja. Und deswegen feiere ich Silvester entweder hier im kleinen Kreis der Familie oder dieses Jahr zum Beispiel bin ich wieder bei meiner Schwester. Und dann Filmabend und ja, dann die werden wahrscheinlich wieder mal irgendwas durch die Gegend schießen und ich werde dann im Haus stehen und rausschauen. Schön in schönen Sicherheit. Farben erfreuen, genau. Also so kann man es natürlich auch machen. Ja. Genau, so machen wir das auch. Wir gucken halt so, wie andere ihr Geld. Genau, like a boss. Ja, dann haben wir Silvester auch schon wieder rum erzählt. Ist ja Wahnsinn, wie schnell wir hier vorankommen. Habt ihr Bock, was zu spielen? Jetzt spontan? Ja, es ist also kein PC-Spiel, aber ein anderes Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt, aber wenn jemand meine Bubble schon mal gesehen hat, da könnt ihr vielleicht das ein oder andere Spiel schon mal erkannt haben und ach egal, ich frag erst gar nicht. Sektor Zelda, kennt ihr das? Nein. Das ist, ich hab's leider verpasst beim letzten Mal. Muss ich jetzt leider noch mal erklären. Kein Thema. Lass uns Spielchen spielen. Genau, do you wanna play a game? Pass auf, also passt auf, genau, ich sag's zu zweit. Ich sag euch 2 verschiedene Begriffe, was mir so in der letzten Stunde so ein bisschen durch das Hirn durchgeschossen ist und ihr müsst euch für eines davon entscheiden, also ich rufe euch auf, wie in der Schule. Und dann müsst ihr an das erste gedachte Wort sofort sagen, jawohl, das ist es und warum. Also ganz einfach. Deswegen auch Sekt oder Zeldas. Und manche Sachen sind ein bisschen einfach, manche ein bisschen schwieriger. Aber ich fange jetzt einfach mal mit Haustest mal an. Stopp. Oh Frage. Gott. Also du gibst uns ein Wort und wir müssen das erste oder 2 Wörter und eins davon dürfen wir uns aussuchen. Und darauf dann das erste Wort, das uns einfällt. Nee.
Pass auf. Noch das habe ich jetzt einfach nicht ganz verstanden. Also, ich gebe euch zwei Wörter. Zum Beispiel Sekt oder Selters. Okay. Ja? Dann müsst ihr, also jemand, den ich jetzt aufrufe, muss dann sagen, zum Beispiel Sekt, weil es schön prickelt. Also. Okay? Skype? Okay, ja, okay. Wir machen jetzt einen Probelauf, deswegen nehme ich jetzt meinen Haustest dran und da kannst du ja anhand dieses Beispiels dann deine Antwort auf das, auf die nächste Frage oder Wortpaarung dann geben. Pass auf. Haustest, bist du bereit? Okay, ich denke. Okay, Sekt oder Selters, pass auf. YouTube oder MyVideo? YouTube, weil das ist auf jeden Fall die größere Videoplattform, wo viel mehr Leute zusammenkommen können und seien wir ehrlich, es ist auch irgendwie cooler. Siehst du? Skyway, so einfach geht das. Pass auf, Skyway, jetzt kommt deine Frage. Ich hatte einen langen Tag. Ja, ja. Pass auf, E-Book oder Buch an sich, also das klassische Buch? Buch, weil ich einfach das Gefühl von einem Buch in der Hand liebe und das Gefühl, über eine Seite umblättern zu können. Wann hatten wir denn das Thema? Ganz am Anfang hat sie was wegen Bücher lesen. Aber okay, ich bin halt, wie gesagt, ja, ich kann mir vieles merken, deswegen tut mir leid. Ich kann mich auch doch daran erinnern, ja. Sehr gut. Da bin ich wieder Stamasse. Na toll. Ja, du bist schuld, wie immer. Nächster Begriff. Pass auf, für dich Haustest. PS4 oder Xbox One? Ah, das ist scheiße. Ich sag mal PlayStation 4, weil für mich hat die Kostenrechnung ergeben, dass es günstiger ist und ich aus sowieso von meinen Freunden her eher an die PlayStation 4 kommen würde, weil man halt auch viel mehr zusammen spielen kann. Weil de facto halt viel mehr Leute bei mir halt PlayStation 4 spielen würden. Also PlayStation 4, wunderbar. Ich mache jetzt ohne Pause weiter, weil wir sind bald am Ende der Sendung. Ich kann es noch gar nicht fassen, aber es ist so. Skyway, Rock oder Techno? Rock, weil, ja, weil ich Techno, da kriege ich einfach mega Kopfschmerzen von. Das ist absolut nicht meins. Genau, ich meine, die Antwort ist richtig. ich überlege mir gerade, ich habe noch eine letzte Frage und die möchte ich euch beiden stellen. Das bedeutet, eine nach dem anderen natürlich. Fange ich ganz kurz mit Skyway an, weil sie hat jetzt so ihr letztes Wort. Ja, natürlich. Ja, gemacht. CD oder MP3? Oh. MP3. Warum? Weil ich so oder so Musik fast nur noch am PC oder am Handy höre und ich meine Musikanlage gar nicht mehr angeschlossen habe. Mir auch keine neue mehr gekauft habe und es immer auch einfach schneller und praktischer ist. Cool. Und weniger verletzlich. Okay. Haustest CD oder MP3? Ich sag MP3, denn erstens, ja, gleicher Grund auch, ich hantiere halt viel mehr am PC und auf dem iPhone rum. Und es ist für mich einfach einfacher, wenn ich das direkt schon als MP3 habe und das nicht direkt von der CD ziehen muss. Allerdings, ich habe auch sehr große Freude an meinen CDs, die ich gekauft habe als CD halt. Und zum Gucken ist natürlich immer schön, aber inzwischen gibt es halt so, ja, weniger Alben, die man sich halt wirklich holt. Ja, deswegen eigentlich immer nur noch MP3. Ich habe sogar noch Schallplatten zu Hause. Ah, ich auch. Ja, wir auch, ja. Ist halt genial, wenn man so auflegt und das Knatzen da so, ah, schön retro. Ich habe noch keinen Begriff, aber so eine kleine Denksportaufgabe für euch zum allerletzten Mal und dann sind wir, wie gesagt, am Schluss. Das ist wirklich schwierig. Also ich werde auch ganz kurz was erklären dazu, weil es ist wichtig, auch so ein bisschen von einem persönlich was zu erfahren. Stellt euch vor, ihr seid eine Comicfigur. Welche wäre es? Skyway. Ich habe den Namen von der lieben guten Dame aus Beyond Two Souls vergessen. Aber die hat ja den lieben guten Aiden mit in sich und teilt sich quasi das Leben mit ihm. Und wenn ich eine Comicfigur, Spielefigur. Ja. Okay, ich möchte mir nicht so hart sagen, Comic oder Spielefigur. Ich lese keine Comics, deswegen bin ich jetzt ehrlich gesagt gleich auf die Spielfigur gekommen. Dann wäre es sie. Dann wäre es sie. Ich bin kein Comicleser. Ja, kann ja sein, ne? Haustest? Ja. Das ist schwierig. Ach, schwierig. Weil ich gerade, im Kopf suche ich so, sowieso noch gerade nach dem Namen der jungen Frau. Wie heißt sie? Du möchtest eine Frau sein. Nein, nicht unbedingt. Nein. Eigentlich klassischerweise einfach Donald Duck. Das gleiche Temperament manchmal wie ich auch.
Ich finde den einfach unglaublich lustig. Wenn ich den Leuten so viel Spaß bringen kann, wie ich halt auch Spaß zum Beispiel in Donald Duck habe, bin ich zufrieden. Okay, das ist cool. Meine persönliche Favoritenwahl wäre Kick-Ass. Ich weiß nicht, kennt ihr Kick-Ass, den Film und das Comic dazu? Ist ja sehr brutal, aber es ist einfach so. Und Kick-Ass ist ja eigentlich ein ganz normaler Mensch. Also der hat überhaupt keine Superkräfte. Aber in dem Film oder auch in den Comics entwickelt er so ein irgendwie eigene Kräfte, kann man sagen. Also aus dem Niemand wird auf einmal wirklich ein Superheld. Das finde ich immer so ziemlich cool, wie so von einem Tellerwäscher zum Millionär, aber trotzdem irgendwo noch ein bisschen geerdet, ein bisschen an der Wirklichkeit in Anführungsstrichen. Also das wäre so meine Figur, Kick-Ass. Übrigens, ich weiß auch wieder den Namen der, des Charakters. Holmes. Genau, Jodie Holmes und Eigenheit. Ich komme von Ellen Page. Genau, sehr cool. Und wie eben davor. Darf man nicht vergessen. Sehr guter Schauspieler. Definitiv. Beide, auf jeden Fall. Oh ja. Also gut, ich gucke auf die Uhr. Ich muss es leider sagen, die Bubble-Stunde ist für euch und auch für mich rum. Oh. Jubeln oder weinen? Wir freuen uns einfach auf das nächste Mal. Oh ja, genau, das wollte ich euch noch sagen. Also jeder Bubble-Gast, der hier zu meiner Bubble-Stunde eingeladen wurde, bekommt natürlich eine Green Card. Das bedeutet, jederzeit könnt ihr mit reinschauen, wenn ihr mal Bock habt. Und natürlich könnt ihr auch mich weiterempfehlen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt einfach, es wäre von Pete Smith. Nee. Nein, Quatsch, ich mag die Typen. Aber es war einfach jetzt, ist mir erst eingefallen. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr nochmal zu Gast wart. Es war mir wirklich eine Freude, euch beide zu Gast zu haben. Und jeder von euch hat nochmal einen kleinen Abschlusssatz, um jetzt mal die Bubble-Stunde Revue passieren zu lassen oder auch ein paar kleine Grüße an Leute wegzubekommen. Und ich würde mal sagen, fange ich jetzt mal mit Skyway an. Du hast erstmal deinen Schlusssatz. Ja, ich fand die Bubble-Stunde jetzt eigentlich ganz schön. Ein schönes Gespräch gekommen, neue Leute kennengelernt. Oh, mache ich gerne mal wieder mit dir. Danke. Da dann ist er ganz froh rum. Genau. Ein Bubblegast mehr. Ich könnte den Emo grüßen, weil der war, glaube ich, vor mir in der Bubblestunde da. Das also stimmt. Ganz, ganz liebe Grüße an Emo. Lass es krachen. Ne? Überhaupt. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, Haustest, dein Schlusssatz für heute. Ja, Leute, auf jeden Fall, die Bubble-Stunde etwas sehr Hörenswertes. Vom Sehen kann man ja nicht reden. ich wünsche dir, Hatze, natürlich alles Gute für deinen Kanal. Freue mich auch, wenn ich das nächste Mal wieder dabei sein kann. Ich hoffe, dass ich vielleicht auch irgendwie dir helfen kann, noch größer zu werden, mehr Reichweite zu erreichen und vor allen Dingen meine Zuschauer auch mal zu zwingen, dich anzuschauen, denn es ist echt lohnenswert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch Dankeschön für die Skyway, mit der hatte ich natürlich auch viel Spaß. War echt coole Runde hier, hat mir sehr gefallen und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Puh, okay, das sind immer so schöne Worte. Da bin ich immer ganz gespannt, was die Leute zum Schluss sagen. Aber wie gesagt, es war eine sehr schöne Runde. Und ja, es bleibt mir einfach nur so zu sagen, adios. Aber mein letzter Satz wird immer noch sein, gehabt euch wohl, bis später dann. Ich bin und bleibe Hatzel. Ciao. Tschüss, Leute. Brains.